liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Tag auch. Ich freue mich, dass Sie wieder eingeschaltet haben, denn heute wartet Exotisches auf Sie. Ich bin für Sie im Nordharz unterwegs. Genau befinde ich mich hier in der knapp 5000 Einwohner-Gemeinde Schladen im Landkreis Wolfenbüttel. Allerdings, wenn man die Einwohnerzahl der exotischen Tiere mitzählt, dann steigt die Zahl rapide auf 6300 an. Denn in Europas größter Schlangenfarm hier im Ort leben rund 1300 exotische Tiere. Schlangen, Spinnen, Echsen und noch mehr Schlangen. Eine Artenvielfalt, die in Deutschland einmalig ist und die auch ich jetzt kennenlernen möchte. Allein 58 Schlangenarten aus den verschiedensten Ländern haben hier ihr Zuhause gefunden. Und Besitzer dieses Schlangenparadieses ist Jürgen Hergert. Hallo Jürgen. Ja, hallo. Ich freue mich, dass wir dich hier besuchen dürfen. Du hast auch schon einen Vertreter mitgebracht. Vor ihr muss ich jetzt keine Angst haben? Nein, das ist eine kleine Boa. Das ist ein Nachwuchstier. Das Tier ist jetzt 3,5 Jahre alt. Sie lebt bei uns hier auf der Schlangenfarm. Ausgewachsen wird sie eine Länge erreichen von ungefähr 6 Meter. Aber sie hat noch ein Alter von 30, 35 Jahren. Toll. Sind alle Schlangen von Hause aus, ich sag mal, so zahm, oder ist das einfach Ergebnis jahrelanger Beziehung und Erziehung? Kann man Schlangen erziehen? Ja, man kann sie erziehen von klein an. Ne? Man muss immer wieder die Tiere mal berühren, man muss mit den Tieren arbeiten, wobei wir an einer reinen Giftschlangenfarm sind. Das heißt, etwa 90% aller Tiere, die bei uns leben, sind ja für die Giftproduktion hier. Und die kann man natürlich nicht zähmen. Aber Riesenschlangen, Würgeschlangen, Nattern, die kann man schon an den Menschen im Laufe der Jahre gewöhnen. Was persönlich fasziniert dich so an den Schlangen? Ja, schon als Kind habe ich mich mit Schlangen beschäftigt. Immer wieder eine Faszination, wenn man sieht, wie Schlangen sich bewegen, ohne Beine, ohne Füße. Und das ist immer wieder bewundernswert. Ich bin auch einer der ganz wenigen Menschen, die wirklich das Melken von Giftschlangen gelernt hat. Und dieser Gedanke der Farm entstand dann Anfang der 70er Jahre. Ich war dann ja auch viele Jahre in Afrika. Habe mich dann erkundigt, dass es keine Farm gibt in Deutschland. Meine Mutter stammte hier aus Schladen. Und so ist der Wunsch dann entstanden, die erste Schlangenfarm und heute noch die einzige Giftschlangenfarm in Europa hier aufzubauen. Das ist toll, aber trotzdem, ich stelle mir das relativ schwierig vor, weil gerade das sind ja die Tiere, die du hier hast, die auch auf der roten Liste stehen. Die kann man nicht immer einfach so nach Deutschland bringen, ne? Wie war das? Nein, auf keinen Fall. Die ersten Jahre hatte ich eine Fanglizenz. Das heißt, mit der Seite der Behörde, der Genehmigung, konnten wir Tiere herholen. Heute schon seit über 20 Jahren züchten wir unsere Tiere selbst. Und das ist auch sehr wichtig, dass wir die Tiere in der Natur lassen, dass wir keine Tiere mehr hierher holen, wie das früher war. Heute züchten wir alle unsere Tiere selbst. Das ist jetzt mal was ganz Außergewöhnliches. Eine Python, die ja nahezu weiß ist, ne? Ja, es ist eine Albino-Albino. Das ist also eine ganz besondere Art. Da sind wir sehr stolz drauf. Da haben wir 5 Tiere von. 2 Tiere, die wir schon über 20 Jahre bei uns haben. Und dann 3 Jungtiere. Und wie gesagt, das ist eine ganz große Seltenheit, auf einer Giftschlangenfarm diese seltenen Schlangen zu sehen. Ich sag mal, wie häufig kommt das überhaupt vor, dass das auch bei Schlangen passiert, dass die einfach kaum Pigmente haben? Ja, die werden schon gezüchtet, aber Albino, Albino, die doppelte Albino-Art, die gibt es wirklich ganz selten. Wir sind wahrscheinlich hier in Deutschland einer der ganz wenigen, in der Schweiz und auch in Amerika werden sie heute professionell gezüchtet. Aber wir haben diese Tiere jetzt also wirklich schon seit ein paar Jahren und sind darüber sehr stolz. Wie ist das mit der Sonne? Weil man ja eigentlich immer sagt, die sind dann sehr empfindlich, was Sonnenlicht angeht. Ja, in der freien Natur könnten sie nicht überleben. Das heißt, diese Tiere werden gezüchtet, wobei man da auch geteilter Meinung sein soll, man soll die Tiere eigentlich in der Natur lassen. Aber sie könnten in der Natur nicht leben. Die können also nur so leben bei Züchtern, wie wir sie hier zeigen. Was zeichnet eine Python im Allgemeinen aus? Ja, sie zählen zu den Riesenschlangen. Diese Tiere, die wir zeigen, wir haben hier alle Arten von Riesenschlangen auch auf der Schlangenfarm. Verschiedene Arten der Python, verschiedene Arten der Boas, auch die Anaconda haben wir in 2 Arten hier. Also da haben wir fast eine einmalige Sammlung, die wir hier in Deutschland wahrscheinlich die Einzigen sind, die das alles haben. Man hat gesehen bei ihr jetzt auch gerade im Gesicht, dass da sehr viele Löcher im Mund an der Nase sind. Was ist das alles genau? Ja, das sind natürlich Geruchinfekte. Das heißt also, damit können sie ihre Beute riechen auch teilweise. Über das Jakobsche System nehmen sie auch alles wahr. Aber bei den Zähnen haben wir ja einen großen Unterschied von Zähnen. Bei den Giftschlangen haben wir 2 Zähne, normal. Da gibt es den Zwilling, den Drilling. Also auch ich habe das schon erlebt bei Giftschlangen, dass sie 6 Zähne besaßen. Aber bei diesen Schlangen, die haben wir ungefähr 120 Zähne.
Es verteilt im Oberkiefer und im Unterkiefer auf 2, 3 Zahnreihen hintereinander, wie bei einem Hai, nur dass der Hai eben 4 Zahnreihen hat. Und dass die Zähne hier eine ganz andere Länge erreichen können. Bei Giftschlangen, die Gabonete zum Beispiel, da können sie bis 5 cm, muss man sich vorstellen, bis 5 cm lange Giftzähne vorfinden. Allgemein ist trotzdem die Schlange, ich sag mal, ein Tier, was ja kaum den Mund aufkriegt, ne? Außer ja, zur Beuteaufnahme. Ja, sie gehen sogar. Schlangen können auch müde werden. Man kann manchmal sogar sehen, wenn Schlangen müde sind, dass sie den Mund aufmachen, dass sie gähnen, ja? Wow, Jürgen, das war schon ein beeindruckendes Teil gerade. Das war eine Netzpython, sagst du. Ist das bei euch hier jetzt auch die größte Schlange oder gibt es da noch mehr? Auf der Farm ist es die größte Schlange, hat ungefähr 6,5 Meter. In der freien Natur erreicht so eine Schlange ohne weiteres 8 oder sogar 9 Meter. Sie zählt neben der Anaconda zu den längsten Schlangen, die wir haben. Man hörte sie manchmal so schnaufen. Was ist das? Ist das einfach das Atmen oder ist sie so ein bisschen ängstlich? Das Atmen von den Lungen. Die haben ja auch Lungen, genau wie wir Menschen. Und wenn die Schlange richtig atmet, wenn sie richtig durchatmet, hört man auch von den Lungen das Atmen. Wie ist das klimatisch zu sehen? Diese Schlangen, die sind jetzt ja hier alle in ihren Terrarien gut beheizt. Würden die, ich sag mal, mit dem normalen Klimaverhältnis hier eigentlich überleben? Jetzt im Sommer ja, das erleben wir ja auch. Leider hören wir immer wieder nicht nur, dass Hunde und Katzen ausgesetzt werden in den Ferienzeiten, auch Schlangen. Gerade vor ein paar Tagen haben wir wieder so einen Fall hier gehabt. Ja. Aber so wie wir den ersten Nachtfrost haben, so wie die erste Winterzeit kommt, hat keine Schlange die Möglichkeit, in der freien Natur zu überleben. Unsere heimischen Tiere machen das ja clever. Sie gehen dann in die Erdhöhlen hinein. Das heißt, unsere deutschen Schlangen überwintern ja auch. Aber wenn das nicht der Fall wäre, wenn sie nicht in die Erde gehen würden, sie würden draußen bleiben, würden sie erfrieren, ganz natürlich. Da sagst du aber schon, die Einheimischen, da können wir auch gerade hier mal hinter uns schauen. Das ist so eine Art Freigehege, Freianlage. Was genau hast du da drin? Ja, diese Anlage verdanke ich eigentlich dem Professor Schimek, mit dem ich ja auch mal kurz zusammengearbeitet habe. Er hat mir damals gesagt, Jürgen, wenn du deine Schlangenfarm baust, dann vergiss eins nicht, auch etwas für deutsche Tiere zu machen. Und da haben wir diese Freilandanlage gebaut. Das heißt, da hat man dann, ich sage mal, vorzugsweise dann Nattern drin, wenn ich jetzt einfach mal von meinem Kenntnisstand der deutschen Schlangen ausgehe? Ja, Giftschlangen auch. Also hier ist auch die Kreuzotter zu sehen und die Aspisviper. Insgesamt haben wir ja 4 ungiftige Nattern und 2 Giftschlangen in Deutschland. Wir haben also hier 6 verschiedene Arten drin. Dann gibt es auch noch ein Tier, was immer wieder als Schlange bezeichnet wird, die Blindschleiche. Auch die Blindschleiche zeigen wir. Ja. Und wir versuchen natürlich dann auch unseren Gästen zu erklären, warum die Blindschleiche nämlich keine Schlange ist, warum es eine Eidechse ist. Wir machen also auch Artenschutz etwas. Wir wollen auch Aufklärung machen. Und das erreichen wir einfach, wenn wir die Tiere hier in der freien Natur ihnen auch zeigen. Wo genau, sage ich jetzt mal, wenn man sich Deutschland nimmt oder vielleicht auch Niedersachsen, wo findet man dann die Schlangen eigentlich überwiegend? Ja, die Kreuzotter und die Kreuzotter finden wir hier im Harz. Wir sind ja hier direkt am Rande des Harzes zwischen Braunschweig und Goslar, liegt ja unsere Schlangenfarm hier in Schladen. Ja. Also im Harz finden wir die Kreuzotter, in der Lüneburger Heide finden wir die Kreuzotter, auch bei euch oben im Norden von Deutschland, da ist oben, Ostsee ist ein ganz bekanntes Gebiet. Die Aspisviper finden wir im Schwarzwald, also wenn wir in Schwarzwald, das wäre die zweite Giftschlange. Ja, und eine heimische Schlange ist hier, ist die Ringelnatter. Die Ringelnatter finden wir jedes Jahr im Sommer, auch bei uns auf dem Privatgelände haben wir immer wieder die Ringelnatter, die sich bei uns zeigt, weil wir hier einen Teich haben. Wenn man zu Hause einen kleinen Teich angelegt hat, man hat Fische, was macht der Fisch? Irgendwann kommt die Schlange und holt sich den Fisch. Man soll auch dem Kind vor allen Dingen auch sagen, fass die Schlange nicht an. Und das ist das, was ich eigentlich auch in dieser Sendung sagen möchte. Nie eine Schlange anfassen. Man hat aber was Tolles hier in Deutschland. Man kann in den Augen, an den Pupillen erkennen, ob die Schlange giftig oder ungiftig ist. Wenn wir also eine Schlange vor uns haben, hier in Deutschland, immer auf die Augen schauen, hat die Schlange ein rundes Auge, eine runde Pupille, dann können wir ganz sicher sein, haben wir eine ungiftige Schlange vor uns. Also eine Natter. Die Namen haben wir schon gehört, zum Beispiel Ringelnattern. Haben wir aber eine Giftschlange vor uns, dann hat die Schlange ein rundes Auge und in der Mitte ein Strich, ein Balken. Das ist ein ganz klares Zeichen, woran wir, und das müssen wir auch an die Kinder weitergeben. Nicht, dass wir Eltern das nur für uns merken, sondern auch diese Information an die Kinder weitergeben. Denn wenn wir das an die Kinder weitergegeben haben, dann wissen wir, dass es auch bleibt. Und darum haben wir diese Freilandanlage hier gebaut. Liebe Zuschauer, wir sind jetzt hier im Afrika-Haus und hier existieren ja einige der giftigsten Schlangen. Und das ist nämlich hier die schwarze Mamba. Sie hat auch gerade so schön ihr Maul aufgerissen. Vor denen sollte man sich in Acht nehmen, ne?
Ja, sie zählt tatsächlich mit, nicht nur zu den giftigsten Schlangen, sondern auch zu den gefährlichsten und angriffsten Schlangen. Und ja, deine Liebe, da komme ich gleich mal drauf, zu den ja doch mitunter sehr, sehr gefährlichen Tieren, hatte Folgen. Denn du wurdest tatsächlich schon mal von so einer schwarzen Mamba gebissen. Wie war denn das? Wie kam es dazu? Ja, die meisten Unfälle wie ein Autounfall ist immer menschliches Versagen. Ja. Vor 12 Jahren, ich hatte also gestern wieder Geburtstag, das zweite Mal feiere ich immer jedes Jahr meinen eigenen und diesen Geburtstag. Mhm. Denn für die Ärzte, die mich damals behandelt haben in Hannover, in der Uniklinik, für die war alle, ob das der Oberarzt oder Chefarzt war, auch der Stationsarzt, aber auch der Professor, der mir mein Leben wahrscheinlich gerettet hat, dem ich das verdanke, der hat damals gesagt, also 3 Herzstillstände, 3-mal wieder annullieren, wieder zurückkommen, das ist so gut wie gar nicht möglich. Aber mir ist es gelungen. Ich bin 3-mal zurückgekommen. Ich wusste ganz genau, als ich von der Mamba gebissen worden bin, in die Hand, jetzt wird's ernst. Ich habe vorher schon mal 2 Schlangenbisse gehabt, einmal von einer Kobra und einmal von einer Viper. Da wusste ich zwar auch, das ist eine Giftschlange, aber sie wird mich nicht gleich töten. Hier war mir ganz klar, wenn das nicht alles hundertprozentig funktioniert, was wir jetzt machen müssen, werde ich sterben. Das war mir klar. Wir hatten einen Teil der Seren hatten wir hier. Der Rettungshubschrauber war innerhalb von 5 Minuten hier von Wolfenbüttel. Und ich habe immer gesagt, du darfst nicht ohnmächtig werden. Du musst dabei bleiben. Du musst wenigstens im Notfall sagen können, was müssen die Ärzte machen. Wir brauchen Serum, wir brauchen Blutplasma und. Und als ich dann in Hannover gehört habe, wir landen in Hannover, ich wusste, da unten ist meine Klinik, da sind die Ärzte, die auf mich warten, da habe ich die Augen zugemacht. Du kannst dir nicht vorstellen, was das für Schmerzen sind, wenn man von einer Schlange gebissen wird. Das kann sich kein Mensch vorstellen. Der ganze Körper vibriert, der ganze Körper reagiert. Das heißt, dieses Gift ist da drin, das Gift will ich töten. Und dann kommt das Serum auf der anderen Seite und verhindert dieses Töten, eventuell, wenn du Glück hast. Dann kommt die Blutplasma, dann kommt frisches Blut in deinen Körper hinein. Was du in diesem Menschen, was dieser Mensch in diesen Minuten mitmacht, das kann sich kein Mensch vorstellen. Wow, das wirst du sicherlich dann auch nie vergessen, ne? Nein, ich werde das nie vergessen, mit Sicherheit nicht. Aber trotzdem, deine Leidenschaft ist stärker, denn du bist nach wie vor eifrig dabei. Da hinten haben wir die grüne Mamba. Was unterscheidet die jetzt von der schwarzen? Das ist deutlich zu sehen. Farbe grün, da hat sie auch ihren Namen. Die gibt es also auch in 3 verschiedenen Arten, wobei ich beide Arten in der Natur oft gesehen habe. Mhm. Das Gift ist gleich, ob das schwarze Mamba oder grüne Mamba ist, es handelt sich um das gleiche Toxin. Eben nur von der Art her wissen wir, dass die schwarze Mamba mehr angriffslustiger ist, mehr gefährlicher ist, auch im Händeln, als wie die grüne Mamba. Die grüne Mamba ist schon etwas ruhiger. Ja, stimmt. Die sieht ja auch der ein bisschen eingekräuselt aus, wohingegen die andere uns eigentlich immer im Blick hat auch. Ne? Wie ist das eigentlich? Die haben ja alle, wir haben jetzt viele Schlangen schon gesehen, vom Umfang, von der Länge, sind die alle wahnsinnig unterschiedlich. Was füttert ihr den Schlangen? Ja, die meisten Schlangen fressen alle Nagetiere, also Mäuse, von Babymäuse angefangen bis zu ausgewachsenen Ratten. Es gibt aber auch andere Tiere, die fressen Kaninchen, Meerschweinchen, Hamster, in diese Richtung. Liebe Zuschauer, ich muss gestehen, dass ich ganz froh bin, dass hier einige Bewohner sicher hinter Glas sitzen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und dann wird es giftig, denn wir werden eine Schlange melken und wir werden dem einzigen Krokodil hier auf der Farm einen Besuch abstatten. Das sollten Sie auf keinen Fall verpassen. Bis gleich. Willkommen zurück zu Tag auch, liebe Zuschauer. Ich bin heute für Sie zu Besuch auf Europas größter Schlangenfarm in Schladen. Bei mir habe ich immer noch den Inhaber Jürgen Hergert. Jürgen, du bist schon jetzt 2-facher Weltrekordhalter im Schlangen-Sit-In. Was genau versteht man darunter? War das deine Idee? Erzähl mal ein bisschen. Nein, war mit Sicherheit nicht meine Idee. Ja, das ist eine Herausforderung. Das ist wie ein Weltrekord. Das ist ein Zusammenleben mit Giftschlangen. Vor mir sind da schon 5, 6 Leute gewesen. 1963, in den 70er Jahren, ist es gemacht worden in Mexiko, in Südafrika. Und mein Vorgänger war Austin Stevens, ein guter Freund von mir. Und der hat das in Südafrika gemacht. Auf der Farm, wo wir beide ausgebildet wurden, wo wir beide gelernt haben. Und er hat dann damals zu mir gesagt, wenn ich diesen Weltrekord schaffe, dann fordere ich dich heraus, ob du das kannst. Die Bedingungen waren, dass man eine gewisse Zeit mit 26 Giftschlangen zusammenlebt. Das sind Kobras, Klapperschlangen, Ottern, Vipern. Das wird genau vom Guinness-Buchverband wird das genau vorgeschrieben. Und auch dieser Raum ist vorgeschrieben. So, und als er es dann geschafft hatte, vor mir, 1981, nachdem ich hier meine Schlangenfarm eröffnet hatte, da rief er mich an und sagte, du kannst mir gratulieren, ich bin raus, aber ich bin gebissen worden. Er musste raus. Er ist damals von der Kobra gebissen worden. Dann habe ich gesagt, ich versuche das. Nur, dass ich dann so gut war, dass ich von 68 Tage auf 90 Tage das geschafft habe, das war mir nicht bekannt. Wow, aber auf wie viel Quadratmetern warst du dann? 3 Meter. Das ist der Raum, den man hier drin sieht, wo die Leguane drin sind.
Im Innenhof kann man den Raum sehen. Der gleiche Raum wie hier, 2 mal 3 Meter. Genau die Hälfte von dem Raum, den man hier sieht. Genau. Dann hast du gelegen, gesessen, gestanden? Alles drin. Astronautennahrung, man muss sich umstellen, man muss ein Konditionstraining machen, man muss aufpassen, ganz gewaltig aufpassen. Man arbeitet durch Tag und Nacht mit den Giftschlangen zusammen, man schläft ganz wenig, man muss das alles lernen. Wow, alle Achtung, ja, Jürgen. Toll, schön. Ich bin begeistert. Kommen wir zu einem nächsten Thema, was ja auch nicht alltäglich zu sehen ist, und zwar dem Schlangenmelken. Man nennt es in der Tat Melken, ich finde es ein bisschen ulkig, hört man nicht so häufig. Melken, das kommt aus dem Englischen heraus. Bei den Giftschlangen machen wir das 4-mal Maximum pro Jahr. Das heißt, die Melkzeit ist eigentlich nur von Mai bis September. Dann haben die Tiere alle eine Ruhezeit, wo sie sich generieren können. Das ist auch sehr wichtig. Umso besser ist die Giftqualität. Ihr gebt dann ja das Gift weiter an die Pharmaindustrie. Ich sage mal von den Produkten her, wofür kann man dann oder wogegen das Schlangengift einsetzen? Etwa ein Drittel für Serumproduktion. Das heißt, wenn wir im Ausland wären, wir machen dort eine Reise, wir werden dort von der Schlange gebissen, benötigen wir Serum. Das Toxin, das Gift ist das Grundstoff. Das ist wie die Milch für die Butter, Milch für die Käse. Das heißt, wir stellen die Milch her, aber die Pharmakonzerne machen daraus Butter oder Käse. So kann man das vergleichen. Ich jetzt hier in der Baby- und Aufzuchtstation und bei mir habe ich Michael Badowiks und das ist natürlich jetzt auch ein Bild, was sich, glaube ich, uns nur sehr, sehr selten zeigt, und zwar sind das Babyschlangen. Ne? Was genau ist das für eine Rasse? Genau, das sind unsere einheimischen Esculap-Nattern. Esculap? Das ist ja auch ein seltener Name, habe ich jetzt noch nicht so wirklich gehört. Woher kommt das? Naja, die wirst du auf jeden Fall schon mal in deinem Leben gesehen haben. Wenn du zum Beispiel beim Arzt oder bei der Apotheke bist, da sieht man immer das Zeichen der Medizin und der Heilung und da ist die Schlange halt eben drin enthalten. Toll, dann hat man da echt jetzt mal einen Bezug dazu. Wie alt sind die Kleinen jetzt? Die sind jetzt gestern geboren. Gestern geboren. Wie häufig ist es eigentlich bei der Schlange? Wie häufig kann sie Nachwuchs bekommen? Die Schlangen bekommen eigentlich in der Regel einmal im Jahr Jungtiere. Mhm. Kann auch alle 2 Jahre werden, das liegt immer an der Schlangenart. Also es gibt lebend gebärende Schlangen und auch eierlegende Schlangen. Die Esculap-Nattern, wie wir sie hier sehen, das sind eierlegende Schlangen. Wie lange dauert das, bis diese Schlange jetzt dann ausgewachsen ist? Das dauert so 10 bis 15 Jahre. Nur sie ist natürlich nicht ganz ausgewachsen, denn eine Schlange wächst ihr ganzes Leben lang. Und natürlich wächst sie in den ersten Jahren schneller, als wenn sie natürlich auch älter ist. Und so eine Esculap-Natter, die kann auch so 20, 25 Jahre alt in der freien Natur problemlos werden und kriegt dann eine Endlänge von über 2 Metern. Also die Esculap-Nattern, da sind wir gerade momentan dabei, dass wir eine Genehmigung dafür erhalten, dass wir diese Schlangen sogar hier bei uns auswildern dürfen. Liebe Zuschauer, wenn Sie dieses Geräusch wahrnehmen, dann sollten Sie sich in Acht nehmen, denn das ist ja das Schwanzende einer Klapperschlange, ne? Und die ist hochgiftig. Man merkt, was ist das für ein Material? Das ist ja so wie Horn, ne? Genau, das sind kleine Hornkapseln, die ineinander verschachtelt sind. Also da sind keine Perlen drin oder irgendwas. Und da reiben halt eben die Hornschachteln dann aneinander und daher kommt das Klappern. Witzig, das habe ich noch nie in der Hand gehabt. Hat die das einfach verloren, weil sie gewachsen ist? Oder woher kommt jetzt dieses Stückchen? Genau, also wenn die Schlangen dann wachsen, dann wächst auch diese Rassel mit. Und irgendwann natürlich ist sie auch dadurch, dass sie sich über Sand bewegen, schleift das so ein bisschen ab und dann können die auch mal abfallen. Aber eigentlich, ne, man hört es schon, die Drohgebärde, man soll sich dann die Beine in die Hand nehmen und weg. Genau, also sie warnt einen auf jeden Fall vor, mach einen Schritt und du bist fällig. Ne? Okay. Aber sie sind auch sehr aggressiv und es ist auch schon vorgekommen, dass die Schlangen selber hinter jemanden her sind. Was ich auch gesehen habe hier in den Terrarien ist eine Kobra, die stellt ja ihren Hals immer so schön markant auf. Was hat es eigentlich mit diesem Schlangenbeschwören auf sich? Also von der Musik her, da macht das der Schlange überhaupt nichts. Schlangen haben so keine Ohren und da kann man auch Heavy Metal oder Volksmusik der Schlange vorspielen, das macht ihr nichts. Eine Schlange hat relativ schlechte Augen.
Und eine Kobra ist eine reine visuelle Jägerin und muss sich da auf ihre Augen verlassen. Und wenn der Schlangenbeschwörer dann den Deckel aufmacht und die Flöte vor die Schlange hält, dann sieht die Schlange die Spitze der Flöte und versucht, diese anzupeilen und die Entfernung einzumessen. Dadurch, dass die Flöte aber immer in Bewegung ist, wird dieser Augenblick vom Umrechnen vom Auge bis zum Hirn der Schlange nicht gegeben. Und von daher versucht sie immer erneut, die Spitze der Flöte anzupeilen. Wow, Jürgen, also ich muss sagen, Respekt. Ich glaube, ich hätte mich da nicht so reingetraut. Ich hätte das bestimmt auch nicht dürfen, oder? Nein, mit Sicherheit nicht. Da hat ein Fremder nichts zu suchen. Dauert natürlich viele Jahre, bis man das Vertrauen zu solchen Tieren hat, umgekehrt genauso. Das heißt, das Krokodil oder die Krokodile gewöhnen sich im Laufe der vielen Jahre an die Tierpfleger. Und das ist auch ganz wichtig, dass die Tierpfleger für jeden eigenen Bereich zuständig sind. Nicht, dass man viel wechselt. So entsteht auch ein Vertrauen. Und dieses Vertrauen zwischen Tier und Mensch und Mensch und Tier, das muss aufgebaut werden. Das geht natürlich nicht von heute Morgen. Wobei wir immer wieder sagen müssen, ich persönlich, die Krokodile sind eine der gefährlichsten Tiere der Welt. Da ist der Löwe harmlos gegen. Ich habe gesehen, du hast auch dabei immer so einen Stock gehabt. Ist das nochmal so eine Art einfach, dass du Dominanz rüberbringen willst oder was sagt das noch aus? Dieser Stock ist nur für mich eine eigene Sicherheit. Nur eine eigene Sicherheit, das Tier wird nie geschlagen, niemals darf man ein Tier schlagen. Auch keine Pferde, auch keine anderen Tiere. Der Stock ist nur für mich als meine eigene Sicherheit, um den Abstand zum Krokodil zu behalten. Und darum habe ich diesen Stock bei mir. Jürgen, also ich bin beeindruckt. Ich glaube, ich habe heute wahnsinnig viel über Schlangen gelernt. Hast du eigentlich eine Lieblingsschlange zwischen all denen? Ja, meine weißen Kobras. Die weißen Kobras, das sind meine Lieblingstiere, auch eine der seltensten Schlangen der Welt. Ja. Da bin ich ganz stolz drauf. Das sind hochgiftige Schlangen, aber es sind meine Babys. Ich habe sie praktisch als Baby bekommen, ungefähr vor 20 Jahren. Ja. Und das sind also für mich meine schönsten und seltensten Tiere, die es gibt. Das ist wirklich schön. Ich habe sie ja nun selbst auch hautnah kennenlernen dürfen. Hast du trotzdem noch irgendwie einen Wunsch, um deine Farm hier zu komplettieren? Oder denkst du für dich, du hast alles, was du hier möchtest, vor Ort? Ich würde die Farm heute anders bauen. Ich würde sie heute auf einer Insel bauen, auf mehreren Inseln, Kanaren zum Beispiel. Würde den Tieren mehr Freiheit geben, würde ihnen mehr Raum geben. Die Tiere sind für mich manchmal zu sehr gefangen. Ich würde heute Riesenanlagen bauen, Freilandanlagen bauen, einen Park bauen, wo man Bäume hat, wo man unter Bäume sich hinsetzt auf einer Bank, wo man einfach nur die Tiere von oben beobachten kann, von der Seite beobachten. Nicht in der Glas, sondern alle Tiere wären von mir in Freiheit, würden so leben. Und so würde ich die Farm heute bauen. Das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Vorstellung. Wie ist das eigentlich mit deiner Familie? Unterstützt sie dich da? Hast du jemanden, der dann auch irgendwann mal hier diese schöne Schlangenfarm dann weiter fortführen wird? Ja, meine Frau wäre an erster Stelle. Natürlich auch mein Team. Da bin ich sehr stolz drauf. Mit mir im Hintergrund könnt ihr das vorstellen. Aber der ganz große Wunsch wäre eigentlich von mir, die Farm zu verkaufen. Einfach zu verkaufen, mit mir nochmal ein neues Leben zu beginnen, das alte genießen mit der Familie. Und aber dann immer im Hintergrund hier sein, um zu sehen, dass auch alles richtig gemacht wird. Aber irgendwann, dass jemand kommt und würde sie in meinem Sinne weitermachen, das wäre mein großer Wunsch. Ja, liebe Zuschauer, falls da jemand Interesse hat, wir würden das natürlich dann gerne an deine Adresse weiterleiten. Jürgen, vielen, vielen herzlichen Dank für heute. Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast. Hat mir auch Spaß gemacht. Toll für euer Team. Danke, dass ihr gekommen seid. Und wir sehen uns mit Sicherheit mal wieder. Alles, alles Gute. Danke. Liebe Zuschauer, ich hoffe, Ihnen hat es auch gefallen. Schalten Sie auch beim nächsten Mal ein. Ich finde es klasse. Das war Tag auch für heute. Mein Team und ich sagen Tschüss. I just came.